Mr. Mike. Yo, hier ist Mr. Mike. Heute mal ein Video wieder mal über die deutsche Nationalmannschaft. Mirko hat mich auf diese Idee gebracht, weil er findet und eigentlich, ja, was heißt eigentlich? Er hat damit recht. Es wissen echt einige Leute immer noch nicht, dass zurzeit die EM ist und vor allem in Deutschland. Ne? Die Europameisterschaft im Basketball wird in Deutschland ausgetragen, jetzt gerade. Das muss man einfach wissen. Ne? Und alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft wird auf Magenta gratis übertragen. Ne? For free. Auf Magenta gehen, da kannst du wirklich alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft in super geiler Quali angucken. Ne? Das ist jetzt einfach hier nur eine Gratis-Werbung für Magenta, das ist schon eine echt coole Sache. Und ich bin mit Mirko auf das Thema gekommen. Eigentlich, ne, für die ganzen GEZ-Gebühren, die wir alle in Deutschland zahlen müssen, müsste sowas eigentlich auf ARD und ZDF gleichzeitig kommen. Und zwar jedes Spiel von jedem Team. Ne? Also eigentlich, ne, wenn du dir das mal ein bisschen überlegst, müsste die GEZ also sowas wirklich raus. Und ich meine, ihr wisst es selber, GEZ, aber beschäftigen wir uns nicht mit diesem Thema. Ne? Zurück zur deutschen Nationalmannschaft. Ich habe das erste Spiel, was heißt das erste Spiel? Das war die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in München im Audidom gesehen gegen Slowenien. Da hat schon keiner mit gerechnet eigentlich, dass Deutschland da gewinnen wird. Aber souverän mit 19 Punkten Unterschied gewonnen. Da hat man schon gemerkt, oha, bei Deutschland könnte was gehen. Ne? Das letzte Spiel jetzt, das erste Auftaktspiel in der Europameisterschaft. Frankreich gegen Deutschland in Köln. Deutschland wieder souverän gewonnen. Wo auch fast niemand drauf gewettet hätte, dass Deutschland das packt. Ne? Also von Deutschland, das Team an sich, mega, Alter. Ne? Was die einfach für ein Teamspiel haben, das ist ja das Ausschlaggebende. Da sind auch ein paar Rollenspieler einfach dabei, die unglaublich wichtig sind. Und wenn man halt trifft, wie halt jetzt in den letzten beiden Spielen, ne? Die Dreier sind gefallen, vielleicht ein bisschen mit Glück, weil im gegnerischen Team da nichts gefallen ist. Aber hey, das sind alles so Faktoren, das ist halt Basketball. Ne? Aber so, diese zwei Spiele, wenn du von diesen zwei Spielen ausgehst, da kannst du aber was erwarten, dass Deutschland wirklich unter den ersten 5-3 safe dabei ist, wenn es so weiterläuft. Aber mega, ne? Kleber ist ja nicht mal dabei. Theis hat im letzten Spiel mitgespielt, aber war jetzt noch nicht hundertprozentig da. Aber wenn der auch noch hundertprozentig da wäre, hey, wow, Alter. Es ist schon geil. Ein Wagner fehlt. Dennis eine sehr gute Leistung. Also Dennis Schröder, auch Teamcaptain. Ich feiere Dennis sowieso alleine wegen seiner persönlichen Art, wie er also drauf ist. Sein Ego-Mann, Selbstbewusstsein. Ich mag den Typen einfach. Kannst erzählen, was du willst. Es ist einfach so. So, Mann, heute zum Beispiel spielt Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina. Auch wieder auf Magenta for free. Morgen gegen Litauen. Auch wieder auf Magenta for free. Und dann gegen Slowenien am 6.9. Echt verpasst diese Spiele nicht. Echt jeden Tag spielen die ein Spiel. Das ist vielleicht schon fett, ne? Und ihr wisst es bei mir auch, wer mich schon länger verfolgt, ich gucke wirklich wenig europäischen Basketball. Was heißt wenig? Eigentlich gar nicht. Bundesliga verfolge ich auch überhaupt nicht. Aber das, ne, das erste Spiel live im Audidom gegen Slowenien, das hat mich schon so ein bisschen, ne, das hat so das Feuer schon etwas entfacht. Das fand ich schon sehr geil. Und da haben mich halt auch mehr, na, die Deutschen haben mich einfach mitgerissen. Slowenien, Luka Doncic natürlich, musste ich sehen, den einfach einmal live vor Augen haben, den Jungen. War auch mega, aber hat halt nicht wirklich so abgeliefert, wie man sich gewünscht hat. Obwohl, gut für Deutschland. Hey, ist jetzt hier nicht blöd dahergeredet, ne? Auch noch eine Sache, die deutsche Nationalmannschaft, habe es auch schon öfter erwähnt, wird ja von Peak gesponsert, ne? Meinem Sponsor, wo auch mein Ball da ist, ne? Auch das Logo hier alles, Peak, wo ist es hier? Ne? Also checkt mal bei peaksport.de vorbei, gebt den Rabattcode Mr. Mike ein und bekommt nochmal 10% auf alles. Die Jerseys der deutschen Nationalmannschaft, hier diese ganzen Logos, Shirts, alles mögliche, checkt einfach vorbei. Demnächst sollte auch mein Ball wieder am Start sein. Da muss ich eh nichts mehr sagen, der ist eh, hey, der, ihr wisst es, wer den Ball schon in den Händen hatte, ich habe bis jetzt wirklich noch nichts wirklich Schlechtes von dem Ball gehört. Also das war jetzt echt nur positiv, wo ich mir echt dachte, wow, Alter, man hat es geschafft, ne? Kann man so mal sagen. Ja, ansonsten, Hype, Deutschland, Basketball,
der Hype, den ich damals erlebt habe in den 90er Jahren, das ist natürlich ein anderes Level. Und ich bekomme es halt jetzt auch noch mit. Heute hat mich auch wieder einer angeschrieben auf Instagram, der hat gesagt, Mike, schau dir das an. Dirk Nowitzkis Jersey wurde retired, ne, wurde aufgehangen in die Hall of Fame. Niemand darf mehr die Nummer 14 verwenden in Deutschland. Oder nee, nur Deutschland, gell? Hat er voll stolz. Und Mike, hast du schon mitbekommen? Hey, Alter, klar! Es war vor dem Spiel vor Frankreich gegen Deutschland. Ne? Das muss man doch gesehen haben. Wusste er aber nicht. Gell? Da auch habe ich schon wieder gemerkt, hey, man ist zwar ein Basketballer, aber man weiß gerade nicht, was im eigenen Land vor sich geht. Daher check das aus, das von Magenta finde ich echt nice. Du musst nicht mal kostenlos irgendwie einen Account erstellen. Nichts, einfach draufklicken und for free gucken. Das ist echt nice. Und da nochmal zurück, ey, GZ, schämt euch, dass ihr nicht dass die Rechte da gekauft habt. Ich meine, wo kommt die ganze Kohle hin von uns? Hä? Müsste man ein anderes Thema über die GZ machen. Aber es ist wurscht, da legen wir uns jetzt nicht drüber auf. Deutschland, ich bin gespannt, wie geil wäre das, wenn sie wirklich Erster werden würden. Ne? Das wäre schon nice, Alter. Das wäre echt nice. Aber auch das, ne? Ich würde wetten, selbst wenn Deutschland Erster werden würde, ohne eine einzige Niederlage, der Hype an sich so mega krass, wie damals in den 90ern. Ich vergleiche das immer so mit den 90ern. Wenn du es erlebt hast, weißt du, von was ich rede. Das wird es leider auch nicht mehr geben. Das hat auch Nowitzki 2011 leider nicht so rausgesetzt. Aber trotzdem, es tut dem deutschen Basketball einfach gut. Und guckt euch echt mal die Deutschen an, wenn die so spielen wie in den letzten beiden Spielen. Ist das so ein schönes Team-Basketball, was die spielen. Und das ist halt auch wirklich das Ausschlaggebende dafür, dass sie wirklich da was reißen können. Dieser schöne Team-Basketball, den sie spielen. Das ist echt eine Einheit. Und das ist halt... Das ist geil zum Angucken. Das ist echt geil zum Angucken. Das ist was ganz anderes als die meisten, als der Großteil der Spiele in der NBA. Ne? Immer diese One-Man-Show, immer nur einer, der Superstar, macht das Ding. Ne? Wenn der nichts macht, wenn er einen schlechten Tag hat, ist eh vorbei. Ne? Aber da ist einfach die Rollenspieler. So geil, guckt es euch an. Wie gesagt, die nächsten Tage nur noch Magenta. Werbung for free. So, Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, 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 Mike, Mr. Mike, Mike.